In diesem Video geht es um Spannungsquellen und Stromquellen und was eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden ist. Und egal, ob man jetzt ein Handy, ein PC, ein Auto oder einen Fernseher hat, ohne Spannung und Strom ist davon einfach nichts zu gebrauchen. Also man benötigt sowohl Spannung als auch Strom für den Betrieb dieser Geräte. So, was ist nun eine Spannungsquelle und was ist nun eine Stromquelle? Also eine Spannungsquelle ist ein elektronisches Bauelement oder eine Schaltung mit zwei Anschlüssen, die eine elektrische Spannung liefert. Und eine Stromquelle ist ein elektronisches Bauelement oder eine elektrische Schaltung mit zwei Anschlüssen, die einen elektrischen Strom liefert. Einmal Spannung, einmal Strom. So, die Schaltzeichen sehen so aus, also das links ist das Schaltzeichen für die Spannungsquelle und rechts für die Stromquelle. Man beachte den Strich innerhalb des Kreises, also bei der Spannungsquelle sieht es so aus wie hier links dargestellt und bei der Stromquelle so wie hier rechts dargestellt. So, eine Spannungsquelle liefert Spannung, eine Stromquelle liefert Strom. So, jetzt werden einige Moment mal sagen, denn laut Ohmschen Gesetz kann ein Strom doch nur fließen, wenn auch eine Spannung existiert. Warum gibt es dann also auf einmal einen Unterschied zwischen einer Stromquelle und einer Spannungsquelle? Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Um eine Schaltung richtig betreiben zu können, benötigt man eine konstante Spannung. Also zum Beispiel immer 12 Volt oder immer 5 Volt. Und das muss unabhängig davon passieren, ob jetzt an dieser Spannungsquelle 5 oder 10 Bauteile dranhängen, also unabhängig von der Last dahinter. Eine Spannungsquelle hat also die Aufgabe, eine bestimmte Spannung unabhängig von der Last zur Verfügung zu stellen. Da gibt es logischerweise gewisse Grenzen, in denen das funktionieren kann, aber zumindest für den Standardbetrieb einer bestimmten Schaltung darf es dann keinen Unterschied machen, ob da mal ein bisschen mehr Last oder ein bisschen weniger Last benötigt wird. Eine Spannungsquelle muss immer eine konstante Spannung dann liefern. Und bei der Stromquelle ist es natürlich umgekehrt. Hier soll der Strom nur gering von der elektrischen Spannung an seinen Anschlusspunkten abhängen. Also der Strom ist im Idealfall unabhängig vom jeweils angeschlossenen Verbraucher. Logischerweise gibt es auch hier Grenzen für die Belastbarkeit. So, dann gibt es noch das Thema ideale und reale Quelle. Und eine ideale Spannungsquelle hat unabhängig von ihrer Belastung an den Anschlussklemmen immer die gleiche Spannung. So wie wir das eben hatten. Daher halt auch die Bezeichnung ideal. Der Innenwiderstand einer solchen Quelle müsste also 0 Ohm sein. Aus physikalischen Gründen kann man jedoch keine Spannungsquelle ohne Innenwiderstand bauen. Daher hat eine reale Spannungsquelle immer einen Innenwiderstand, der größer als 0 ist. Eine Stromquelle bezeichnet man als ideale Stromquelle, wenn deren Innenwiderstand unendlich groß ist. Auch das ist in der Realität nicht umzusetzen. Reale Stromquellen besitzen immer einen endlichen Innenwiderstand.